Nikolaus August Otto schuf den Verbrennungsmotor. In dieser Werkstatt wurde 1864 der erste Vertrag über die Gründung einer Spezialfabrik für Verbrennungsmotoren zwischen Nikolaus August Otto und Eugen Langen geschlossen. Im Jahre 1867 wurde ein Motor mit einer Leistung von einem halben PS auf der Pariser Weltausstellung gezeigt und errang sich die goldene Medaille wegen seiner eindeutigen Überlegenheit. Erst diese Erfindung leitete das motorisierte Zeitalter ein und damit wurde Deutz zur Geburtsstätte des modernen Verbrennungsmotors. Magirus Deutz Allradwagen mit luftgekühlten Deutz Dieselmotoren sind wirtschaftliche, robuste und stets einsatzbereite Erzeugnisse der ältesten Motorenfabrik der Welt. Hier entsteht der berühmte luftgekühlte Deutz Diesel, der sich gleichermaßen in den Tropen wie in der Arktis größte Beliebtheit erfreut. Auf vielen Ölfeldern der Welt werden luftgekühlte Deutz-Dieselmotoren wegen ihrer Unabhängigkeit vom Kühlmittel bevorzugt verwendet. Wir freuen uns auf eine der modernsten Fabriken. Dazu möchte ich herzlich gratulieren. Deutz Dalian Engine Company Limited was co-invested by Deutz AG in Germany and FAW in China. Die erfolgreichsten Motorsysteme der Welt. Das ist unsere Vision. Im Jahr 1864 war Deutz der erste Motorenhersteller der Welt und erster wollen wir auch in Zukunft sein. Erster, wenn es um Qualität und Technologie, Kundennutzen sowie System- und Servicelösungen rund um den Motor geht. Nicht zuletzt auch erster im Markt. Wir wollen als führender, unabhängiger Anbieter im Premium-Segment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Unsere Kunden wollen wir nicht nur mit Motoren, sondern mit kompletten Systemlösungen und umfassenden Servicedienstleistungen bedienen. Der Name Deutz soll auch in Zukunft für Qualität stehen. Und mit unseren Produkten und Dienstleistungen wollen wir unseren Kunden das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis bieten. Und höchste Kundenzufriedenheit erzeugen.